Erwartungsgemäß lehnen sich die Märkte im Vorfeld der FED-Sitzung heute nicht wirklich aus dem Fenster. Was soll man über diese Märkte erzählen? Deswegen will ich einmal grundsätzlich etwas dazu sagen, warum uns Notenbanken nicht die Wahrheit sagen und nicht sagen können eigentlich. Denn diese Notenbanken, die interagieren praktisch mit Wirtschaftsakteuren und die interagieren mit sozialen Systemen, wenn man so will. Und das hat dann direkte Auswirkungen auf das soziale System mit ungeahnten Folgen. Was ich damit meine, will ich gleich anhand von Aussagen des ehemaligen Fed-Chefs Alan Greenspan verdeutlichen. Alan Greenspan, ja, 1987 bis 2006. FED-Chef, legendär, was er damals teilweise gesagt hat. Einer dieser Sätze zum Beispiel: Ich weiß, dass Sie glauben, Sie wüssten, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe, aber ich bin nicht sicher, ob Ihnen klar ist, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meinte. Und weiter, ich denke, ich sollte Sie warnen, sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. Und das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, hat fast so diese Dialektik rabbinischer Texte im Talmud. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Kunst, was Alan Greenspan hier gemacht hat. Aber es zeigt etwas, es zeigt eine tiefe Wahrheit, nämlich, dass eine Notenbank letztendlich, selbst wenn sie zukünftige Entwicklungen wirklich genau prognostizieren könnte, und sie hat ja sehr, sehr viele Daten, die Notenbanken haben die meisten Daten im Grunde, dann dürfen sie diese Wahrheit dennoch nicht aussprechen. Beispiel Inflation. Die Fed sagt uns ja, wie andere Notenbanken auch, ja, die Inflation ist transitory, die ist vorübergehend. Aber was wäre denn, wenn die Fed sagen würde, ja, wir stehen vor einer ziemlich herben Inflation. Was würde dann passieren? Dann würden Millionen von Menschen sofort in irgendwelche Geschäfte rennen, irgendwelche Sachen kaufen, weil sie sich denken, oh, das wird später teurer, das kaufe ich dann besser doch jetzt, bevor es teurer wird. Die Folge, diese Inflation würde sofort massiv anspringen, weil eben diese immense Nachfrage nach diesen Gütern dann die Preise nach oben treiben würde. Und bums, hat man die Inflation. Also das ist das klassische Beispiel einer self-fulfilling prophecy. Und dementsprechend, zum Beispiel, wenn auch die Notenbank, die Fed oder die EZB sagen würde, ja, so unsere Daten deuten darauf hin, dass wir jetzt eine Rezession erleben, dann würden zum Beispiel die Banken sofort die Kreditvergabe einschränken, würden Unternehmen viel weniger investieren und würden Verbraucher weniger Kredite aufnehmen, und dann ist automatisch die Rezession auch wirklich da. Auch hier wieder sozusagen das selbstreflexive System, das am Werke hier ist, die Self-Fulfilling Prophecy, die dann der Fall ist. Deswegen müssen Notenbanken im Grunde kodiert sprechen. Das ist ähnlich wie bei religiösen Texten. Wer sich etwa mit dem Neuen Testament oder auch anderen religiösen Texten beschäftigt hat, da sind ganze Bedeutungsdimensionen in einzelnen Wörtern, die kodiert weitergegeben werden. Ich habe Jahre meines Lebens verbrachte, diese Dinge mir klar zu machen, was eigentlich die Bedeutungsdimension und die Kodierung genau ist, denn daran kann man dann Rückschlüsse ziehen, was damals wirklich passiert ist. Und dementsprechend wäre es und ist es auch sinnvoll, sozusagen die Kodierungen, die in diesen Notenbankersprech immer wieder vorkommen, zu lesen, zu hinterfragen. Das will ich heute versuchen. Um 20 Uhr ist ja die FED-Entscheidung. Das Statement wird veröffentlicht, 2030 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell, in der er versuchen wird, möglichst wenig zu sagen, natürlich. Und viele haben ja gesagt, wie Jim Cramer zum Beispiel von CNBC, ja, das ist die wichtigste Notenbanksitzung der letzten Jahre. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden sehen. Jede Überraschung ist möglicherweise drin. Normalerweise müsste die Fed jetzt schon auf die Bremse treten, aber da gibt es ein paar Problemchen und die will ich Ihnen zeigen. Nachdem Sie die Sprüche von Alan Greenspan genossen haben, wir werden wahrscheinlich, um das schon mal vorwegzunehmen, die alten Themen, die alten Schlagzeilen wieder haben. Vielleicht kann man die heute schon schreiben. Ich hatte das heute früh schon gezeigt, was da dann gesagt wird. Ja, wir werden weiter sozusagen die Wirtschaft unterstützen. Der Arbeitsmarkt ist noch nicht so weit, bla bla, Inflation transitory und diese ganzen Geschichten. Gut, dann wollen wir uns mal anschauen, wie faktisch derzeit die Lage ist. Die Financial Conditions, das sind also die Finanzbedingungen. Wie sieht es aus? Wie einfach ist es, Kredit zu bekommen? Wie hoch stehen die Aktienmärkte? Und viele Faktoren fließen da ein. Und wir sehen, wir sind mit Abstand auf dem tiefsten Niveau. Also die sind so lax, diese Finanzkonditionen, wie noch nie. Ist es jetzt so, dass das direkt die Folge der Notenbankpolitik, zum Beispiel des Quantitative Easing ist, also der Anleihekäufe? Mit den Anleihekäufen, da will eine Notenbank ja künstliche Nachfrage schaffen, sodass vor allem die
Renditen für länger laufende Staatsanleihen, die Zinsen für länger laufende Staatsanleihen nach unten kommen, was dann die Kreditvergabe erleichtern soll. Ist das passiert? Haben wir also, seit die Fed jetzt praktisch die Zinsen auf Null gesenkt hat in Reaktion auf die ganze Corona-Krise, seit sie eben das QE verkündet hat, sind da mehr Kredite vergeben worden? Hat also die Fed ihr Ziel erreicht? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und die Antwort ist: Nein, es sind weniger Kredite vergeben worden. Hier sehen wir die Kredite an Konsumenten in den USA zum Beispiel. Die waren auf einem Allzeithoch noch im Februar, dann ging es steil bergab, jetzt geht es langsam bergauf, aber schon als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hat, ihr QE eingeführt hat, ist Monate lang gar nichts passiert. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Klar, Reopening der Wirtschaft und so weiter und so fort, aber es ist nicht wirklich erkennbar und nachweisbar, dass das wirklich großen Einfluss auf die Kreditvergabe hatte, was die Fed da gemacht hat. Eigentlich ja das Ziel, sozusagen die Wirtschaft am Laufen halten, Kredite weiter am Laufen zu halten angesichts einer panikartigen Situation wie in der Corona-Krise. Wie schaut es denn mit den Unternehmen aus, also mit Industrial und Commercial Loans, wie das genannt wird? Hier sehen wir ähnliche Entwicklungen, die sind gestiegen. Wir waren dann kurz vor Corona auf einem Allzeithoch. Seitdem ging es bergab und es geht derzeit auch nicht mehr bergauf. Also wir sehen hier keine Erholung. Es gibt also für Unternehmen nicht mehr Kredite, sondern weniger Kredite als vorher, und wir sehen hier nicht mal eine Erholung. Das heißt, man könnte eigentlich mit einem Satz sagen, dass die ganze Fed-Politik letztendlich für die Wirtschaft nichts bringt. Das ist wahrscheinlich die Quintessenz, aber es gibt da eine andere Motivation und die wollen wir uns mal anschauen. Hier zum Beispiel hat FX Primus das gut auf den Punkt gebracht. Das FOMC-Meeting wird wahrscheinlich keine Überraschungen bringen, weil die Fed eben praktisch in der Falle sitzt. Sie ist, kein Interesse daran haben, die Märkte zu verunsichern, weil eben ein wachsender Anteil des Wohlstands in den USA an diesen Märkten hängt. Und hier sehen wir mal das Haushaltsvermögen in den USA. Das betrug 1995, so 25 Billionen Dollar. Jetzt sind wir bei knapp 140 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben locker eine Versechsfachung seit dem Jahr 1995. Das sind 25, 26 Jahre, ist ja jetzt nicht die Welt. Also hat sich das Vermögen der Amerikaner versechsfacht, eben weil zum Beispiel Hauspreise gestiegen sind. Warum sind die so massiv gestiegen? Naja, weil es Nachfrage gibt, aber vor allem, weil eben die Assetpreise durch die Notenbankmanipulationen nach oben gehen und weil auch die Aktienmärkte massiv nach oben gegangen sind. Und diejenigen, die Aktien und Immobilien schon vorher hatten, die profitieren davon natürlich am allermeisten. Also das ist der Grund, warum die Fed im Prinzip nicht mehr raus kann, nicht mehr die Zinsen anheben kann. Dann würde sie sofort den Immobilienmarkt zerschießen, der derzeit in einer aktiven Blase ist. Was also tun? Man dreht das Rad immer weiter und das ist genau das Problem. Hier sehen wir mal eine Karikatur. Da sitzt ein Bulle sozusagen, liegt da auf dem Massagetisch und Jerome Powell strampelt sich ab, kratzt ihn, massiert ihn und der Bulle sagt, ja, noch ein bisschen tiefer, Jerome, und ein bisschen mehr Champagner bitte. Das bringt, glaube ich, die Haltung der Wall Street gegenüber der Fed auf den Punkt. Und das ist eben auch das, was Sven Hendrik hier sagt. Die Asset Bubble ist so groß, du kannst sie nicht mehr einhegen. Du musst irgendwie diese ganze Geschichte weiterspinnen, dieses Rad weiterdrehen. Denn wenn du aufhörst zu drehen, dann fliegt dir diese ganze Geschichte um die Ohren. Das würde den Wohlstand von Millionen von Amerikanern vernichten. Und das will wiederum keiner. Faktisch ist all das eine Wohlstandsillusion, aber solange eben die Fakten noch diese Illusion aufrechtzuerhalten scheinen, ist alles gut und alle freuen sich. Und dementsprechend wird alles so weitergehen, wie es immer weitergegangen ist, bis irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo plötzlich dann die Glaubwürdigkeit der Notenbank in Frage gestellt ist, wo also die Leute sagen, nee, also das, was die sagen, das ist definitiv falsch. Das wissen die Leute im Grunde ja intuitiv, dass es nicht richtig ist. Aber die normative Kraft des Faktischen sagt ihnen, läuft doch alles, ist doch alles schick. Aber wenn sie dann merken, es läuft nicht mehr und die Notenbanken dann machtlos sein werden, dieses Nichtlaufen wieder zu reparieren, dann wird es ungemütlich. Sven Hendrik spricht hier von einem intellektuellen Bankrott, kann man so sagen. Aber es ist nicht nur der intellektuelle Bankrott einer Notenbank oder von Notenbanken, sondern von Gesellschaften insgesamt, die eben sich an dieser Wohlstandsillusion festklammern. Man versucht, jeden Schmerz zu vermeiden.
solange es irgend geht, aber irgendwann wird Schmerz sich nicht mehr vermeiden lassen und dann wird er wahrscheinlich umso größer. Also, jetzt ist aber die Frage, pass mal auf, und das macht dieses ganze Inflationsthema ja so wichtig. Was ist denn, wenn jetzt diese Inflation doch dauerhaft zum Beispiel steigt, dann wäre das ja schon mal ein Beleg dafür, dass die Fed und andere Notenbanken sich geirrt haben, dass das also falsch ist, was man gesagt hat mit transitory, vorübergehend. Und vor allem ist das Problem, dass eben diese Inflation letztendlich ja die kleineren Leute trifft, also die Leute, die sich nicht wehren können, die nicht einer Entwertung von Geld etwas entgegensetzen können, etwa steigende Assetpreise, die sich dann auch inflationieren als Entschädigung. Jedenfalls ist das genau das Problem, dass man offenkundig hier die Inflation in Kauf nimmt und aber auf jeden Fall vermeiden will, dass man eine Zinsanhebung von 0,25% mal irgendwie anstrebt, weil die Wall Street das mit Sicherheit nicht verkraften würde. Das zeigt so das ganze Dilemma. Und so tanzt man dann weiter eben um das goldene Kalb der Notenbank und alle sagen, hurra, ist doch super, sie garantieren uns den Wohlstand, auch wenn das natürlich auf immer mehr gedrucktem Papier, bildlich gesprochen, passiert und irgendwann eben der Zweifel kommt, ob dieses gedruckte Papier wirklich das noch wert ist, was da drauf steht, ob die Glaubhaftigkeit dieses Fiat-Geldes noch der Fall ist. Und die Kryptowährungen sind eine erste Antwort darauf, auch hier inflationär, weil es so viele davon gibt, eine erste Antwort darauf, dass dieses System wahrscheinlich an sein Ende kommt. Das ist wahrscheinlich dann die Bedeutung dieser Kryptowährungen. Kommen wir jetzt nochmal kurz auf die heutige FED-Sitzung zu sprechen. Einer der Fragen ist, ob es einen sogenannten IOER-Hike geben wird, also die Anhebung der Zinsen für die überschüssige Reserveliquidität der Banken, die derzeit ja sehr viel Cash bei der Notenbank Fed parken, gegen Anleihen im Gegenzug, weil sie schlichtweg zu viel Cash haben, wird es da jetzt eine Zinsanhebung geben, eine ganz kleine, eine homöopathische, die aber schon zeigen würde, dass jetzt der Zug doch in die andere Richtung läuft, eher symbolisch als faktisch wichtig. Hier die verschiedenen Banken unterschiedlich und Analysehäuser unterschiedlich aufgestellt mit verschiedenen Meinungen, ja oder nein. Und dann haben wir natürlich diese ganze Geschichte Tapering. Zweite Frage, eher unwahrscheinlich, dass das heute kommen wird, dass also die Notenbank ankündigen wird, die Anleihekäufe zu reduzieren. Und die dritte Frage sind dann die Dotplots, also das, was die FED-Mitglieder selber erwarten an Zinssatz in den nächsten Jahren. Wenn dafür 2023 keine Zinsanhebung vorgesehen ist, wäre das dovish und das würde dann wieder viele auf dem falschen Fuß erwischen, die eben Short in US-Staatsanleihen sind. Also davon ausgehen, dass die Staatsanleihenrenditen deutlich steigen oder steigen werden. Das Gegenteil ist ja zuletzt passiert, da könnte also der nächste Short Squeeze dann kommen. Insgesamt wollte ich Sie nochmal darauf hinweisen, in Sachen Fed-Politik auf einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal. In Sachen Fed, wer sich dafür interessiert, was da eigentlich abläuft, wie es abläuft und warum das on the long run nicht funktionieren kann, der ist sehr gut aufgehoben bei Stephen van Metre. Die Engländer oder die Amerikaner sagen Stephen van Metre. Der als Bond King bezeichnet wird, nicht zu Unrecht, denn er ist wirklich ein Wissen, da können Sie bei YouTube finden. Hier nur nochmal also dieser Hinweis. Und dann nochmal herzlichen Dank für die vielen, 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 vielen Kommentare auf YouTube oder auch Finanzmarktwelt für oder gegenüber meines Angebots hier diese Links nochmal, diese Grafiken nochmal extra zur Verfügung zu stellen. Die allermeisten haben gesagt, no, passt schon so, ist okay. Wenn jetzt nochmal explizit von vielen der Wunsch geäußert würde, dass das doch erforderlich sei, dann würde ich es vielleicht machen, zumindest ab und zu machen, wenn bestimmte Dinge sehr, sehr wichtig sind, nach meiner Auffassung so. Aber nochmal herzlichen Dank für die Anteilnahme, für das Mitmachen. Das war mir eine große Freude. Chapeau. Das ist wirklich großartig. Also, wir sehen uns hoffentlich um 20 Uhr, Fed Statement, und dann 20:30 die Pressekonferenz von Jerome Powell, bei denen ich versuche dann Ihnen zu sagen, was Powell eigentlich versucht vermeiden zu sagen. Also versuche das ein bisschen zu übersetzen, was eigentlich hier wirklich der Fall ist und wie er versucht, um die Realität ein bisschen herumzuschiffen, weil er eben schlichtweg nicht anders kann. Jetzt einen wunderschönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.